Guten Tag, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mir die Gelegenheit einräumen, erneut vor Ihnen zu sprechen. Ich drücke Markus Pezell auch an dieser Stelle meinen Glückwunsch aus und wünsche ihm eine glückliche Hand. Während der vergangenen Wochen konnte mancher Zungenschlag aus verschiedenen Richtungen vernommen werden. Ich für meine Person habe immer größten Wert darauf gelegt, dass in der Sache und um die Sache gestritten wird, Persönliches und auch Sachfremdes gehört unter Parteifreunden direkt besprochen und nicht nach außen gekehrt. An dieser Stelle ebenso herzliche Glückwünsche an die Freunde in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben es nicht nur geschafft, den alten Parteien eine entscheidende Niederlage beizubringen, Sie haben es sogar geschafft, zwei komplette Fraktionen aus dem Landtag zu werfen. Liebe Freunde, warum gehe ich noch einmal? Der Rheinländer würde sagen, hier bitte. Meine Schwerpunkte sind ja die innere Sicherheit, die Familien- und die Bildungspolitik. Ich möchte Ihnen jetzt an einem Beispiel vorstellen, warum meine Mitarbeit im zukünftigen Landtag für die AfD von Nutzen sein wird. Ich habe Ihnen deshalb einen Ausschnitt aus meiner Arbeit mitgebracht. Vielleicht haben Sie den ausgeteilten Genderflyer schon zur Kenntnis genommen. Für diesen Genderflyer zeichne ich persönlich verantwortlich. Und dieser kleine Ausschnitt ist symptomatisch für eine Gesellschaft, in der die Ideologie des sogenannten Gender-Mainstreamings über den gesunden Menschenverstand gestellt wird. Eine Ideologie, die wie Mehltau über dem Land liegt. Und dagegen hilft nur eins, AfD pur und dann Frontalangriff gegen die verkommene Umerziehungspolitik der grün-roten Gutmenschengruppe. Gemeinsam, hart und als Opposition. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Männer und Frauen sind tatsächlich unterschiedlich. Sie haben sogar verschiedene Interessen und das soll auch so bleiben. Wir wollen, dass Frauen Frauen und Männer Männer bleiben. Ein Schnitzel wird auch nicht dadurch diskriminiert, dass wir Zigeunersoße darüber gießen. Wir wollen weiter verdenken, sprechen und schreiben dürfen natürlich. Und die Psyche unserer Kinder und deren gesundes, sorgenfreies Aufwachsen, das sind auch für uns Eltern Herzensangelegenheiten. Und wir fordern, dass wir Eltern wieder die Erziehung unserer Kinder darüber bestimmen und nicht Frau Silvia Löhmann von den Grünen. Wir wissen, was die mit unseren Kindern vorhaben. Wir wollen das nicht. Wir wollen insbesondere, dass unsere Kinder ohne staatliche Frühsexualisierung aufwachsen. Liebe Freunde, wir halten auch nichts von der Erfindung dutzender Geschlechter nur, um nebenbei Lehrstühle für eine Pseudowissenschaft zu schaffen, die kein Mensch auf dieser Welt benötigt. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es fünf Forschungszentren für sogenannte Gender Studies. Solche Lehrstühle zur reinen Selbstversorgung von rot-grünen Plagegeistern brauchen wir in Nordrhein-Westfalen so nicht, wie wir auch gar nicht. Die Mittel für diese überflüssigen Lehrstühle sind nämlich an anderer Stelle sehr viel dringender erforderlich, nämlich für die MINT-Fächer. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Deutschland war mal der führende Forschungsschwerpunkt. Das wollen wir wieder. Deutschland und Nordrhein-Westfalen wollen wachsen. Liebe Freunde, und bei der Gelegenheit, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher bin, welches Geschlecht ich habe, dann schaue ich kurz nach und frage meine Frau. Dafür wird kein Universitätslehrstuhl für Genderei, Okkultismus und Scharlatanerie benötigt. Norwegen hat es vorgemacht, weg damit! Applaus
her mit echter Wissenschaft, her mit Fakten statt Ideologie. Damit werden wir die alten Parteien vor uns hertreiben. Den müssen Sie nur schön am Laufen halten. Sie stolpern noch bereits um Ihre eigenen Füße. Lassen wir sie hinter uns und gestalten gemeinsam Nordrhein-Westfalen nach unseren Vorstellungen. Dazu will ich beitragen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme. Schönen Dank. Inneres haben, warum reden Sie 5 Minuten lang über diesen Gender-Ideologie-Mist?
So, eine fünfte Frage hätten wir noch, die sehe ich nie mehr. Dann haben wir, oder dann sind Sie hier? Nein? Habe ich inzwischen erledigt, ich habe schon okay, gehört. Aber hier haben wir noch eine. Da ist der, ja, das ist eine. Ja, Herr Rüdemann, ich habe Sie schon öfters gehört, unter anderem auch bei uns im KV7. Sie erzählen uns immer, dass die Probleme sehr groß sind bei uns in Nordrhein-Westfalen, das wissen wir. Sie erzählen, dass die Lösung dafür die AfD ist. Haben Sie eigentlich schon verstanden, dass Sie die AfD sind und glauben Sie, dass wenn Sie im Parlament sitzen, es ausreicht zu sagen, die Lösung für unser Problem ist die AfD? Das ist eine Frage, sind Sie Deutschlehrer? Sie können davon ausgehen, dass ich mich genau an das halten werde, was wir zusammen erarbeitet haben. Ich stehe ja nicht an erster Stelle mehr, sondern an weiterer Stelle. Aber wir sind Sprachrohr für unsere Partei und genau das würde ich dann auch in kleinem Anfang gerne sagen. Dann bedanken wir uns bei Herrn Röckemann. 430 und auch Herrn Thomas Röckemann 221 Stimmen. Herr Röckemann ist gewählt. Kandidieren Sie für den Wahlgang um die Position 17? Nein?